Hallo und willkommen zu meinem Designwechsel-Special. Wie bestimmt jetzt inzwischen jeder mitbekommen hat, ist es in einer Woche soweit. Alle YouTube-Kanäle werden auf das neue Design zwangsweise umgestellt. Da haben sich sehr viele Leute sehr drüber aufgeregt. Deswegen nehme ich das jetzt zum Anlass, um einmal den alten Kanal, beziehungsweise das alte Design zu verabschieden, das neue vorzustellen und so ein bisschen nach und nach die Vor- und Nachteile aufzuzählen. Und damit ich mir später auch mal wieder angucken kann, wie mein Kanal denn früher so aussah. Fangen wir gleich mit einem der wichtigsten Punkte an, damit ich ihn später nicht vergesse, nämlich die Kanalkommentare. Die Kanalkommentare sind so ziemlich das wichtigste Mittel, was die Community angeht, um sich auszutauschen. Hier kann man bei anderen Let's Playern auf deren Kanal einfach kurz raufklicken, kann ein kurzes Feedback hinterlassen, kann einfach nur Grüße hinterlassen, wie er das gemacht hat oder Komplimente oder sonst irgendwas und ist abgehakt. Wenn man das Ganze im neuen Design machen will, muss man erstmal durch drei Seiten durchklicken und dann sieht man nicht sofort die anderen Kommentare, sondern muss erstmal selber was posten oder nochmal klicken. Und im Internet gibt es so eine Regel, wenn man mehr als einmal klicken muss, läuft was schief. Und das hat YouTube irgendwie nicht so richtig beachtet. Aber gut, was ich beim alten Design noch mochte, ist einmal das Design selbst. Man kann nämlich was designen. Man kann den Rapper hier unsichtbar machen, wie das hier auch geschehen ist. Also man sieht nicht die ganzen Elemente an sich, sondern man sieht ein Design, das diese Elemente vortäuscht. Weil normalerweise waren die ja so richtig so Blöcke als Hintergrund, die man total ausblenden konnte. Im neuen Design geht das nicht mehr. Da hat man hier einen riesigen Block in der Mitte und kann daran nichts ändern. Das bleibt immer so, wie es ist. Nicht mal die Farbe kann man ändern. Und das macht den Design auszuwählen für den Rest, also für den Rahmen eigentlich nur noch, ziemlich schwierig. Denn wenn man da irgendwas ganz quietschbuntes reinmacht und in der Mitte ist einfach nur so ein steriler weißer Block, das sieht schon komisch aus. Andererseits, die wie ich jetzt zum Beispiel, die sich nicht ganz so gut mit Photoshop und GIMP auskennen, für die ist es einfacher. Die machen einfach ein Hintergrundbild, übernehmen das und fertig. Da muss man sich den ganzen Schnickschnack mit den Abständen hier und so weiter nicht wirklich vor Augen führen. Das ist dann für diejenigen schon ein bisschen einfacher. Trotzdem ist es schade, denn selbst wenn man es nicht kann, kann man sich ja Leute suchen, die es können, so wie bei mir hier. Mein Design ist ja auch nicht von mir selbst, sondern von einem netten Abonnenten, der sich die Mühe gemacht hat, das zu machen. Und so könnte man es beim neuen Design auch regeln. Aber nein, es sind festgelegt, in der Mitte kann man nichts verändern und so soll das bleiben. Jedenfalls vorerst. Und das finde ich ziemlich dreist. Denn es schränkt den Kanalinhaber schon ziemlich ein, wie er seinen Kanal designen kann oder halt auch nicht. Aber na gut, die Sachen hier mit den Uploads, Playlists und so weiter werden im neuen Design ein bisschen umgestellt. Aber wirklich viel verändert sich nicht. Also man hat am Anfang auch ein Video, das man vorstellen möchte. Bei mir ist es halt jetzt schon seit einer ganzen Weile das Video aus dem Stimmcontest. Dann hat man im neuen Design unten die Playlist, die hat man hier früher rechts drin gehabt. Was ich im neuen Design aber einen Tick besser finde, ist, dass die alle untereinander aufgeführt werden in einer etwas übersichtlicheren Liste. Hier ist es so reingequetscht. Aber das können wir uns ja gleich mal angucken. So, was haben wir noch? Die Kanalinfos. Die sind bei mir recht ausführlich, wie ihr sehen könnt. Also, es geht natürlich noch wesentlich länger. Das geht im neuen Design aber auch nicht. Ich habe probiert, meine alte Kanalinfo 1:1 mit Copy-Paste einfach rüber zu kopieren, weil ich ja manchmal ein bisschen faul bin, und hat einfach gesagt, nö, zu viele Zeichen, zu viele Abstände, also wenn man Return drückt, Zeilenumbrüche, das will er nicht. Bitte weniger. Und da musste ich jede Menge Sachen rausschneiden, bis es dann irgendwann gepasst hat. Das finde ich auch ziemlich dreist, denn gerade die Kanalinfo ist ein sehr wichtiges Feature, um sich selbst vorzustellen, um seine anderen Projekte vorzustellen, wie bei mir halt die Synchronsprecherrolle und das Feedback geben und so weiter. Das ist dann da alles nicht möglich. Oder ich muss es auf Halbsätze zusammenstutzen. Biete an, Synchronsprecher, Feedback, ich bin der und der. Und das finde ich einfach nur albern. Weil wirklich was an Datenmenge ist das hier, nicht was YouTube sich speichern muss. Das für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig für mich ist, sind die Abos und die Abonnenten selber. Weil im neuen Design kann jeder schamlos Sub for Sub betreiben, ohne dass es irgendjemanden auffällt. Denn die eigenen Abos, die man hat, werden da nicht angezeigt. Nur die Abonnenten. Und die auch nicht so richtig schön hier mit den Avataren, sondern einfach nur eine Zahl oben rechts. So viele Abos hat der Typ. Und so viele Total Upload Views.
also wie oft Videos angeklickt wurden. Das wird oben rechts noch angezeigt. Aber die ganzen anderen Sachen nicht. Auch Channel Views nicht. Das heißt, wenn du jemanden hast, der eigentlich ziemlich schlechten Content produziert, der sich aber sehr gut verkaufen kann, weil er halt Feedback gibt, so wie ich das mache, oder weil er Sub for Sub betreibt, der wird jede Menge Views bekommen. Normalerweise bekommt so eine Person aber jede Menge Channel Views und genauso viele Upload Views. Das ist das beste Zeichen, woran man die Leute erkennen kann. Das wird man in Zukunft aber nicht mehr können. Das heißt, wenn du auf eine Seite kommst, guckst du dir einfach nur die Zahl oben rechts an, boah, der hat viele Abonnenten, boah, der hat viele Upload-Views, dann kannst du aber nicht sagen, ah, dementsprechend muss er ein guter YouTuber sein oder guten Content hochstellen, das geht einfach nicht mehr. Das heißt, die Zahl oben sagt jetzt nur noch aus, wie gute PR der Typ betreiben kann, nicht mehr, was für einen guten Content er produziert. Aber naja, der andere Punkt an der Sache, die ich eben schon erwähnt hatte, ist das Sub-for-Sub. Da jetzt die eigenen Abos nicht mehr angezeigt werden können, kann einfach jeder losgehen und jeden abonnieren. Und wenn ihr nur 5% davon zurückabonnieren, hat er jede Menge Abonnenten. Okay, es sagt wiederum nichts über den Content aus, wie ich vorher schon erwähnt hatte, aber ich mag es einfach nicht. Aber Sub for Sub scheint YouTube sehr zu gefallen, denn dadurch verbinden sich die YouTuber untereinander und YouTube bzw. Google scheint darauf zu stehen. Denn probiert mal einen Kommentar zu schreiben, wo Sub for Sub drinsteht. Der wird geblockt. Der wird einfach zensiert. Ja, es gibt Zensur. Das fand ich schon ganz schön übel. Weil als ich mein Feedback geschrieben habe und ich bei Leuten gesagt habe, zeig dir mal bitte deine Abos an, das sieht für mich sonst immer aus wie Sub for Sub. 4 Sekunden später war mein Post weg. Ich dachte zuerst, hä? Ist der jetzt die ganze Zeit vor seinem Rechner, wartet bis mein Feedback kommt und löscht es dann sofort? Aber nee, das macht YouTube selbst. Na gut, ich wollte eigentlich das Design vorstellen und nicht über irgendwelche Zensur herziehen. Also Kanalinfos hätten wir, die Kommentare fallen leider auch weg, beziehungsweise sie fallen 3 Seiten weiter nach hinten, wo sie keiner sieht. Abos können nicht angezeigt werden, die Abonnenten sind halt nur noch die Zahl oben rechts in der Ecke und nicht mehr hier unten die Icons. Das ist alles schon nicht so schön. Und dass man halt nicht mehr wirklich viel designen kann. Aber jetzt schauen wir uns mal die positiven Punkte an. Dafür klicke ich einfach mal hier oben auf aufs neue Design wechseln. Da habe ich schon mal was vorbereitet, nämlich genau das gleiche Design wie vorher. Ja, also derjenige, der so nett war, mir das Design herzustellen, hat wohl auch schon einen Blick gehabt auf das neue Design und es dementsprechend gestaltet, was ich sehr cool finde. Also wie ihr sehen könnt, sind oben rechts die Abonnenten und die Video-Views, keine Kanal-Views, keine Abos selber. Aber man kann hier auf die Subscriber raufklicken und dann sieht man halt noch die ganze Liste. Das ist dann schon... Also man sieht immer noch die Avatare, man hat es nur nicht mehr auf der Hauptseite. Und es ist wieder ein Klick, den die meisten Leute nicht machen. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? So. Ja, nächster Punkt, Kanalinfos. Zum einen ist die Kanalinfo hier auch wesentlich kürzer, also man kann nicht mehr so viel reinschreiben. Und sie wird nicht komplett angezeigt. Man muss wieder erstmal einmal drücken, was auch nicht jeder macht. Ja, und jetzt musste ich hier schon meine Synchronsprechersachen mit rausnehmen. Das ist echt ärgerlich. Hier ist eine Möglichkeit, einen Comment zu schreiben, aber man sieht die Comments selber nicht. Also wenn man die Comments sehen will, dann klickt man entweder auf meinen Link, den ich schon gebastelt habe, der ist aber nicht standardmäßig da, sondern standardmäßig muss man erstmal gehen auf Feed. Dann sieht man hier, was ich hochgeladen habe und was ich so an Kommentaren gepostet habe. Dann, also was ich an Kommentaren gepostet habe, nicht andere User. Das heißt, man muss danach hier auf Comments klicken. Und sieht dann erst nach dem zweiten oder dritten Klick die Kommentare von den anderen Leuten. Das finde ich schon ziemlich übel. Also da geht die Community ziemlich flöten. Außer es gewöhnt sich irgendwann jeder wirklich dran, die ganzen Klicks hier zu machen. Was ich aber allgemein nicht so glaube. Aber das werden nur die Hardcore-Benutzer machen. Also wie andere Let's Player. Ein einfacher Zuschauer wird sich nicht die Mühe machen. Der schreibt hier seinen kleinen Kommentar und dann war's das. Was ja auch vielleicht Sinn des Ganzen sein soll. Vielleicht soll ein bisschen so der Traffic eingeschränkt werden. Kann ich nur mutmaßen. Aber jetzt ein paar positive Sachen. Hier sind jetzt die ganzen Let's Plays ein bisschen ordentlicher aufgelistet, weil halt mehr Platz da ist. Das heißt, man sieht die Thumbnails von den einzelnen Videos und hier den Namen der Playlist und darunter die Beschreibung auch noch. Was ich echt praktisch finde. Beim anderen konnte man ja nur sehen den Namen der Playlist und 1-2 Bilder dazu. Besser gesagt, nur ein Bild. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil hier
sieht man jetzt von jedem, also die ersten 5 Videos werden jetzt hier aufgeführt und die sind als 5 Thumbnails abgespeichert. Das heißt, man kann sich nicht mehr so ein schickes Bild machen, wie ich da vorher hatte. Also da hatte ich ja ein Bild für 5 Sekunden hochgeladen und das dann als Vorschau genommen. Weil jetzt kann man nicht so schön die Cover hier mit reinpacken. Man kann da zwar ein bisschen schummeln, wie Hex das gemacht hat. Kann ich einmal ganz kurz rein gucken. Hex, wo bist du? Da bist du. Genau, so hat Hex das gelöst. Videos. Playlists. Ja. Er hat dann halt Platzhalter genommen und in der Mitte dann das Cover. Was zwar ganz schick aussieht, aber es ist schade, dass man sich so die Mühe machen muss. Das war im alten Design auch besser. So, das ist halt einer der positiven Punkte. Dass die Playlists ein bisschen ausführlicher dargestellt werden. Ja, das war es dann auch schon fast an positiven Punkten, finde ich. Die Links sind jetzt noch ein bisschen deutlicher auf der Hauptseite. Und die anderen Kanäle, da könnte man noch ein bisschen mehr dazu schreiben. Aber nicht wirklich viel. Und das ist jetzt der ganze Block, den ich am Anfang meinte. Das heißt, alles, was jetzt hier in diesem Kasten drin ist, kann man nicht editieren. Das heißt, man kann hier nicht irgendwelche Grafiken reinblenden oder dergleichen. Das ist schon schade. Was noch ganz praktisch ist, also das Feed. Wenn man Abonnent ist, von meiner Seite jetzt zum Beispiel, wird man zuallererst zum Feed geleitet. Das heißt, man sieht hier schön übersichtlich, wann was zuletzt gepostet wurde und auch so eine Kommentare von mir. Ich weiß nicht, ob das so in der Gestalt auch im alten Design möglich war. So lange bin ich ja noch nicht mit YouTube. Aber das finde ich schon recht praktisch. Es erinnert so ein bisschen an Facebook und dergleichen. Ob das jetzt gut oder schlecht sein soll, sei dahingestellt. Dann haben wir die Kommentare noch, das habe ich aber schon gesagt. Die Kommentare haben übrigens auch keinen Zeilenumbruch mehr. Wer von mir schon mal Feedback bekommen hat, der weiß, dass ich das normalerweise so aufliste wie Moin, hier das gewünschte Feedback, Doppelpunkt. Und dann kommt eine Liste untereinander. Wenn ich das jetzt hier mache, also Feedback, Doppelpunkt, plus A, minus B und das Ganze poste. Hä? Hey, das geht ja doch. Okay, ignoriert, was ich gesagt habe. Das müssen sie jetzt von kurzem eingeführt haben. Weil als ich das sonst gemacht habe, gab es halt keinen Zeilenumbruch, Umbruch und da stand alles hintereinander. Das sah dann ziemlich albern aus. Aber gut, du, weg. Das habe ich niemals gemacht. So, ja, das war's jetzt zum neuen Design. Werden wir uns wahrscheinlich mit der Zeit auch dran gewöhnen. Aber am Anfang wird es ein ganz schöner Schock sein. Vor allem das mit den Kommentaren geht mir ziemlich auf den Sack. Ah, noch ein kleines Schmankerl, das mir gerade eingefallen ist. Also, ich hatte es vorher schon vorbereitet, aber jetzt ist es mir erst eingefallen. Das hier war mein erstes Design. Also, bevor ich das andere geschenkt bekommen habe, quasi. Das habe ich auch noch selbst gebastelt in stundenlanger GIMP-Arbeit. Also mit dieser Mauer hier im Hintergrund, die man vielleicht nicht ganz so deutlich sieht. Als transparente Ebene und Sarevok, den Namenlosen und Irenicus. Auch mit einem Verlauf ins Schwarze. Ja, es ist alles nicht wirklich anspruchsvoll, aber ich hatte halt keine Ahnung von dem Programm. Es hat ewig gedauert, bis ich mir das alles da zu Gemüte geführt habe. Deswegen war ich schon ganz froh, als dann das andere Design kam. Aber ja, so sieht das dann halt aus. Den ganzen mittleren Bock musste man einzeln sich zurechtbasteln. Man musste gucken, wo welche Box anfängt, wo welche aufhört. Man muss Vorlagen gebrauchen, hast du nicht gesehen. Das fällt jetzt alles beim neuen Design weg. Ich will nicht ranscrollen, ich wollte hochscrollen. Aber gut, du kannst weg. Und wir sagen noch einmal, wir wollen zurück. Switch back to the old channel. Das wird bald nicht mehr gehen. So, jetzt sind wir wieder bei unserem schönen alten Design mit den Kommentaren in der Mitte. Und alles ist gut. Jedenfalls die nächsten 6 Tage noch. Alles klar, das war's zu meinem kleinen Abschied zum alten Design. Wir sehen uns demnächst. Bye, bye.